Tief in den Weiten Kanadas, fernab der Großstädte und glitzernden Metropolen, gibt es eine bemerkenswerte Geschichte, die viel überrascht. Das Flüstern der deutschen Sprache, das sich über die Prärien und die majestätischen Landschaften des Landes erstreckt. Wie kam es dazu, dass in diesem weit entfernten Land Deutsch gesprochen wird? Die Antwort liegt in den turbulenten Zeiten der Geschichte, geprägt von Verfolgung und der Suche nach einem besseren Leben. Tauchen wir ein in die faszinierende Geschichte der Deutsch-Kanadier und entdecken wir, wie ihre Kultur und Sprache in den Weiten Kanadas überlebten. Bereits während der Kolonialzeit in Neufrankreich wanderten nur wenige Deutsche ein und vermischten sich mit der französischstämmigen Bevölkerung sowie den Akkadiern. Eine größere Anzahl von deutschen Siedlern kam jedoch erst nach der britischen Eroberung Kanadas im Jahr 1759 während des Siebenjährigen Krieges und der Annexion von Nova Scotia. Diese Siedler bestanden aus deutschen Söldnern der britischen Armee und den sogenannten Foreign Protestants. Auch die amerikanische Revolution führte zu einer Einwanderungswelle, da ein großer Teil der deutschen Bevölkerung in New York und Pennsylvania loyal zur britischen Krone stand und deshalb in die östlichen Kantone Kanadas umsiedelte, die zu dieser Zeit immer noch Teil des britischen Kolonialreichs waren. Zusätzlich griff die britische Armee auf Söldner aus deutschen Kleinstaaten zurück, die als Hessians bekannt waren, da sie hauptsächlich aus der Landgrafschaft Hessen-Kassel stammten. Insgesamt rekrutierte das britische Königshaus zwischen 1776 und 1783 etwa 30.000 Soldaten aus dem damaligen Deutschland. Etwa 2.200 dieser Soldaten entschieden sich nach ihrer Entlassung aus dem Militärdienst in Kanada eine neue Heimat zu finden. Historische Aufzeichnungen belegen, dass etwa 1200 deutsche Söldner dauerhaft in Quebec siedelten und dort heirateten. Viele Familiennamen aus dieser Zeit sind heute noch vorhanden, wie zum Beispiel Arnold, Hammel, Jacobi, Kaufholz, Dresdner, Wagner oder Wilhelmi. Eine große Anzahl von Mennoniten aus Pennsylvania floh ebenfalls aus den Vereinigten Staaten und ließ sich im südwestlichen Ontario nieder. Diese bestehende Gemeinde zog auch etwa 50.000 Mennoniten aus dem deutschen Mutterland an. Im Zuge einer großen Einwanderungswelle ab 1886 kam aufgrund der Verfolgung unter dem zarischen Regime eine bedeutende Anzahl von Mennoniten und Hutteron aus Russland nach Kanada. Die russlanddeutschen Einwanderer konnten sich aufgrund ähnlicher Lebensbedingungen in den Prärien Westkanadas gut anpassen, da sie ähnliche Verhältnisse bereits aus Russland kannten. Die Einwanderung erhielt einen zusätzlichen Schub in den 1920er Jahren, als die Vereinigten Staaten die Einwanderung von Osteuropäern durch Quoten beschränkten. Kurz darauf nahm jedoch auch die Einwanderung nach Kanada ab, da auch dieses Land begann, die Einwanderung zu begrenzen, um eine große Zahl von Flüchtlingen vor dem Nazi-Regime zu verhindern. Während des Ersten Weltkrieges waren Deutschstämmige einer allgemein antideutschen Stimmung ausgesetzt. Deutsche Zeitungen wurden verboten und deutsche Schulen geschlossen. Unter diesem Druck anglisierten einige Familien ihre Nachnamen. Und die deutsche Sprache wurde oft nur noch heimlich gesprochen. Viele Orte erhielten neue Namen. Zum Beispiel wurde Berlin in Kitchener umbenannt. Während des Zweiten Weltkriegs war die Situation ähnlich oder sogar noch schlimmer. Die große Mehrheit der Deutsch-Kanadier teilte nicht die Ansichten des Nazi-Regimes, da sie bereits zuvor eher liberale Ansichten hatten. Nur etwa 1% der Deutsch-Kanadier folgten Hitlers Aufruf, nach Deutschland zurückzukehren. Heute ist die Präsenz der Deutsch-Kanadier in der Öffentlichkeit ähnlich wie bei den Deutsch-Amerikanern in den Vereinigten Staaten im Vergleich zu anderen Einwanderungsgruppen gering, da beide Gruppen eine starke Assimilation erfahren haben. Dennoch ist der Gebrauch der deutschen oder plattdeutschen Sprache mit einem Anteil von etwa 1% an der Gesamtbevölkerung Kanadas verbreiteter als in den USA. Der teilweise Verlust ihrer Kultur und Sprache ist hauptsächlich auf die antideutsche Stimmung in der kanadischen Gesellschaft während der Weltkriege zurückzuführen. Die Prärieprovinzen Kanadas, insbesondere Saskatchewan, beherbergen jedoch eine bedeutende Anzahl von Menschen mit deutschen Wurzeln. In Saskatchewan stellen Deutschstämmige mit 30% die größte Bevölkerungsgruppe dar. Auch in Manitoba und Alberta gibt es eine beträchtliche Anzahl von Deutschstämmigen, die etwa 20% der Bevölkerung ausmachen. Daher sind die Deutsch-Kanadier in diesen Provinzen die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe. In ganz Kanada gibt es insgesamt ca. 2.955.000 Personen mit deutschen Vorfahren in Kanada. Das entspricht 7,99% der Gesamtbevölkerung Kanadas, die insgesamt knapp 37 Millionen Einwohner umfasst.
Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr sehen möchtest über die Verbreitung der deutschen Sprache in anderen Ländern der Welt, dann lass es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Wenn du jetzt noch etwas über die spannende Geschichte der Texas-Deutschen lernen möchtest, dann klick auf dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.